So, 5 Sekunden sind rum. Moin, ihr Lieben. Ja, ja, wen haben wir vor uns? Den André. André, wir sind heute mal im Multiplayer. Wir haben ja schon so ein paar Folgen vom Landwirtschaftssimulator 2015 gemacht. Du zumindest. Ja, ich zumindest. Ich weiß, aber du doch auch, glaube ich, ne? Ich weiß nicht, wie viel hast du jetzt? Ich bin aktuell bei 3. Eigentlich wäre ich bei 6, aber die letzten drei Aufnahmen sind leider in die Hose gegangen. Ach ja, da sagt es ja was. Irgendwas war da mit der Festplatte nicht okay. Naja, auf jeden Fall sind wir jetzt im Multiplayer und wir sind bei André, bei, wie heißt das, stelle ich mal ganz kurz vor. Ja, Zener LAN Party heißt meine kleine, bescheidene Community und wir haben einen eigenen Landwirtschaftssimulator 15 Server mit 4 Slots. Aktuell 4, ausbaubar ist er natürlich immer. Und da habe ich gedacht, da lade ich den Geo mal ein. Und, cool. Freut mich. Dass wir so ein bisschen hier bin unsicher machen können. Gut, und dann muss ich aber erstmal die Senne Landparty kurz erklären. Das ist gehört zu Bielefeld. Bielefeld Senne, richtig? Richtig, genau. Senne Landparty. Senne ist ein Ortsteil von Bielefeld. Und vielleicht 2, 3 Sätze, ich will ja nicht zu ausschweifend werden. Wir sind eine kleine Community, die sich mal zusammengeschlossen hat, regelmäßig LAN-Partys zu machen, daher der Name. Und da das bisher immer in Bielefeld-Senne stattgefunden hat, sind wir halt die Senner LAN-Party. Finde ich eine gute Idee. Ich meine, warum nicht? Ich meine, ich könnte jetzt vielleicht die Esener LAN-Party machen mit meiner Person. Du, ich komm vorbei. Ist kein Ding. Also ja, ich habe auch welche von externen, also drüber, ist kein Problem. Ja, siehste. Nein, ich finde das gut. So im Multiplayer spielen ja auch mal ein bisschen, sag ich mal, auch interessanter ist. Es ist nicht so langweilig für die Zuschauer. Und wenn man da immer alleine so monoton quatscht, ne, jetzt brauche ich das, jetzt mache ich jenes. Sondern man kann sich auch halt mal so ein bisschen nett unterhalten. Und ich finde das natürlich super, wenn ihr euch ein bisschen vorstellt und auch etablieren könnt. Und was da so los ist. Und das macht Spaß. Und ich denke mal, das sollten wir mal öfters machen. Das macht bestimmt Laune, mal zu mehreren zu spielen. Ja, also ich habe noch einen Kumpel von mir, der ist auch bei der Sender LAN Party dabei. Mit dem habe ich Let's Play 4, 5 und 6 gedreht, was ja nur in die Hose gegangen ist. Also ich glaube, ihr würdet auch ganz gut klarkommen, weil wir sind alle, beziehungsweise wir drei sind alle gleich bescheuert. Also ja, das ist ein bisschen bescheuert, muss man sowieso sein, wenn man das alles zu ernst nimmt. Ich meine, da war ja wieder die Diskussion mit unserem Harald Frenkel. Oh, war der heute sauer. Hat er ein Video online gestellt. Ah, ich gehe erstmal offline und so, weil er nicht so viele Einschaltquoten hat und so weiter und so fort. Klar, ich meine, wenn ich YouTube als Geschäft nehme, ist es natürlich schwierig und brauche ich dir nicht erzählen, André, wie schwer das ist. Ja, sicher, natürlich. Ich hätte da gar keinen Bock zu. Das wäre mir alles zu anstrengend. Ich habe übrigens jetzt gar nicht auf die Uhr geguckt. Ich war nämlich dumm und ich habe meine Stoppuhr gar nicht angemacht. Das ist kein Problem. Also machen wir das genau, da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Also machst du das auch mit einer Stoppuhr, dass du guckst, dass es nicht zu lang wird? Richtig, ich mache also, man kann immer so sagen, eine Viertelstunde. Ja. Und nach einer Viertelstunde, dann machen wir es dann wieder neu. Und die Erfahrung bei YouTube ist eigentlich so, dass man umso mehr man macht, richtig, an Minuten, dann schalten die Leute auch früh ab, weil es denen langweilig wird. Wie ist dir? Klar, fängst du an zu seppen, bist am Ende und dann war's das. Genau. Gut. So, jetzt muss ich aber erstmal eben meine Stoppuhr einschalten. Ja, ich habe gerade hier schon getan. Ansonsten schreie ich gleich einfach rein. Cut! Hilfe! Cut me, doi! So, meine Stoppuhr läuft jetzt auch. Dann wird das vielleicht auch nicht jetzt ein paar Minuten über, 15 Minuten, keine Ahnung. Oder wir machen nach 10 Minuten und dann sind das ja die 5 Minuten, haben wir jetzt mindestens schon gequatscht hier. Ja, ja, Mensch, da wollen wir mal starten. Also wir hatten jetzt was ausgemacht. Wir wollten jetzt Feld 38 gruppern und sehen, ne? Richtig, genau. Also Wir sind mit unserem Speicherstand natürlich jetzt relativ zurückliegend im Gegensatz zu deinem. Seid ihr gar nicht. Also wenn, nein, überhaupt nicht, weil mein privater ist weiter, aber der Let's Play auf keinen Fall. Okay. Ah ja, hier der Schummler wieder, ne? Nein. Ja, ich habe zwei offen gemacht, einmal fürs Let's Play und einmal für mich privat, weil sonst geht das den Leuten zu schnell. Ich muss denen ja auch mal die Maschinen erklären können und so weiter. Ja, klar, natürlich. Gut. Also würde ich sagen, hole ich mir einen Trecker und einen Grubber. Ja, machen wir so. Die beiden Deutz stehen da vorne in der Halle neben dem, wie heißt er denn nochmal? Mähdrescher heißt er. Ah, neben dem Mäh- und Drescher, neben einem Deutz-Trecker von mir aus. Yo. Also ich sag's ja jedes Mal, aber diese Figuren, dafür, dass es ein neues Spiel ist, die laufen, als hätten sie die Buchse voll. Also das ist... Komm, ich steig auf der anderen Seite ein, bevor du mich hier überfährst. Ja... Ich habe jetzt auch mal hier den Sound ein bisschen leiser gedreht,
weil mir ist schon aufgefallen, dass der Sound teilweise relativ laut war. Von den Maschinen, kannst du mich noch hören? Ja, 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 ist alles gut. Ich höre dich einmal zwei. Ja. Also ich musste sowieso mein Spiel auch zurückdrehen, komischerweise, weil ich habe ja im Moment nur eine sogenannte 1024er Grafikkarte drin. Ah, okay. Und das merkt mein Rechner jetzt schon. Obwohl mit 16 GB Arbeitsspeicher ein 6-Kern-Rechner, aber ich weiß ja selber. Ach ja, ja, sicher. Ich fahre gerade blind. Aber ich kenne das. Ich habe auch nur eine 1000er, also eine 1024 MB-Karte. Ja. Und habe nur 12 GB Arbeitsspeicher. Ups. So. Auf was hast du das denn gestellt, das Spiel? Ich habe es jetzt mittlerweile auf Medium. Ich glaube, ich spiele sogar auf voll, muss ich. Nee, die stimmt ja gar nicht. Die Schatten habe ich, glaube ich, runtergenommen. Müsste ich nachher mal gucken. Ja. Das ist ja einer der Sachen, die mich hier so tierisch stören, dass man das im Spiel nicht sehen kann. Also wenn ich drin bin, müsste ich erst wieder ausloggen und das nervt mich so ein bisschen. So. Dann fahren wir wieder im Schlaftempo den Berg hoch. Hast du eine Idee, was wir da hinten sehen? Also die beiden 29 und 24, da müsste Weizen liegen. Okay. Ja, ich mache immer alle Felder, also bei mir mache ich es immer so, alle Felder eine Sorte. Da kannst du schön durchziehen. Ne? Und dann ziehe ich immer durch, weil ich die Dinger voll mache, die Silos. Ja. Also nicht direkt voll, aber so, dass man, sag ich mal, so... Ja. Ja, das Fahren, das üben wir nochmal, also irgendwie... Na, ich habe es mittlerweile drauf, weil ich habe heute schon, glaube ich, wieder 6 Stunden gespielt. Ja, normalerweise habe ich es auch drauf, aber der ist so am Schlingern gegen der Sämaschine dahinter. So. Jetzt bin ich auf dem Weg, jetzt klappt's. Oh, aber Feld 38 ist schon bewirtschaftet, mein lieber André. Ja, ja, das ist aber, wenn du mal unter I guckst und dann auf die Kartenansicht gehst, siehst du, dass das rot ist, verdorrt. Oh, oh. Das kannst du einfach direkt wieder übergrubbern. Okay. Wir hatten in den Let's Plays, die man jetzt nicht mehr sehen kann, ja. Hatten wir das Problem, dass entweder ich oder René, das ist der besagte andere, auf die Beschleunigen-Taste gekommen ist, Zeitbeschleunigung, also Taste 8, ja. Und haben die Zeit auf 120 hochgestellt. Oh oh. Und haben einfach nicht mitbekommen, dass die Felder verdorrt sind. Das ist nicht gut. Für mich ist das erstmal ungewohnt, selber zu fahren. Weil ich immer Helfer das machen lasse. Du kannst ja auch auf den Helfer umsteigen, kostet aber alles Geld, ne? Ja, nee, das wollen wir ja nicht. Es ist ja ein Server hier. Wir wollen ja Geld verdienen. Da bin ich so ein bisschen knauserig, muss ich zugeben. Ach, bin ich blöd. Das weiß ich. Sag mal was Neues. Also. Ah. Oh. Was hast du gemacht? Ich habe aus Versehen die H-Taste gedrückt, bin aber sofort wieder runter. Das ist so eine scheiß Gewohnheit. Ich wollte eigentlich nur V gedrückt haben. So, das V, genau. Nicht H, V. Und dann auf Stufe 3. Sag ich doch. So. Geht doch. Also pflügen tue ich eigentlich nur, wenn ich Felder baue. Sonst pflüge ich eigentlich gar nicht. Ja, das ist ja dieser... Ist ja typisch für den LWS. Normalerweise muss man ja vorher pflügen, wenn man die realistische Seite sieht. Aber LWS, da reicht's ja, wenn man drüber grubert. Ich fahre mir gerade ein Ei zurecht, du. Ich sehe das. Das ist ja das Schöne, was ich bei dem 15er jetzt so toll finde, dass du, wenn du anfängst, im Boden rumzugraben, dass dann auch der ganze Trecker wirklich instabil wird. Ja, ich habe das bei dem anderen zum Beispiel, merke ich das richtig. Wenn der Mähdrescher dann das Zeug in den Anhänger kloppt, dann, sagt mal schnell, dann wird das richtig böse. Ja. Der rappelt und wackelt und macht und tut, als ob er mir gleich jeden Moment umkippen würde. Also ich finde das super, weil es halt schön realistisch ist, ne? Ja. So, ich mache in der Zeit mal noch die Feldspritze fertig. Mach das. In der Hoffnung, dass der kleine Hürlimann das Ding überhaupt tragen kann. Ja, das sage ich mir manchmal auch. Ich habe ja den Deutz, mhm. Den habe ich vor den Sammelwagen, den wir schon haben, gehangen und habe vorne das
Kuhne Mähwerk vorgehangen. Und da sagt mir das Spiel doch ernsthaft, ihr Trecker ist nicht stark genug. Ja, ja, ich merke das. Mussten wir das aufteilen. Ich merke das bei dem ja auch schon. Nee, der sagte mir dann wirklich, da wurde eingeblendet, dieser Trecker ist nicht stark genug. Dieser Trecker hat nicht genug Motorleistung. Irgendwie sowas in der Richtung war das. Also das haben sie wohl auch neu gemacht, weil früher konntest du ja in LWS 13, ich weiß gar nicht, wie hieß dieser kleine rote Trecker da nochmal. Ah ja, ich weiß, wie diese, du meinst. Diese kleine Eierfeile, damit konntest du ja die größten Maschinen betreiben. Ja. Der konnte ja alles. Ja, das stimmt. Bei dem hat sich viel in der Physik geändert. Ja, ist ja auch eine komplett neue Physik-Engine, die sie hier eingebaut haben. Also ich bin mit meinem anderen Trecker schon einmal fliegen gegangen. Da habe ich einen schweren Anhänger gehabt und den voll und gebremst und da hat er mich bis nach Timbuktu geschoben. Okay. Ja, das geht schnell. Ach, ich will jedes Mal vor dieser Scheune abbiegen. Ach, ich habe die Karte auch noch nicht drauf, tröste dich. Ja gut, ich bin zum Beispiel Karte Hagenstedt kenne ich auch nicht, weil ich habe immer die Hagenstedt Modified gespielt, diese modifizierte. Ja, Hagenstedt kenne ich in- und auswendig, die kann ich schon im Schlaf. Wie gesagt, wir haben auf unserem 2013er Server immer die modifizierte gespielt. Mhm. Die war halt wesentlich umfangreicher mit Schweinezucht und allem und diese ganzen großen bekannten Mods, die waren da von vornherein schon drin, das war ganz nett. So, was wollen wir denn sehen? Weizen haben wir mal gesagt, ne? Weiß ich nicht, das überlasse ich dir. Ja, wir bewirtschaften das ja nur zusammen jetzt hier, also. Sollten wir ruhig mal öfter spielen, das macht Spaß zu zweit. Ja, gerne. Warte erstmal, wenn es 3 oder 4 Leute sind, dann wird es noch interessanter. Muss man natürlich auch genug Arbeit haben, aber das geht ja hier relativ schnell. Also wenn du mit mehreren Leuten spielst, verdienst du ja auch relativ schnell Geld. Ja, das auf jeden Fall. Vielleicht, was mir gerade einfällt, das ist mir, bevor wir das Video hier gestartet haben, ist mir das in den Kopf gekommen und gemacht habe ich es trotzdem nicht, dass wir vielleicht noch erklären, wie man denn einem Multiplayer-Spiel beitritt, wenn man so einen eigenen Server hat. Das ist zwar relativ einfach, aber manchmal scheitere ich ja auch an den einfachsten Sachen. Ja, wieso, das kannst du doch eben noch, weil wir haben doch noch Zeit. Dann erklär das doch ja nebenbei beim Arbeiten. Ich würde sagen, das machen wir einfach nachher im nächsten Video. Dann, okay. logge ich mich aus und logge mich dann neu ein. Dann kann man nämlich auch schön diese Verzögerungen beim Synchronisieren sehen bei dir und dann ist das ein richtig schöner Vorführeffekt. Was ist denn das für ein Gewicht vorne drauf? Das scheint nur ein ganz kleines zu sein. Weiß nicht, das sind die Standardgewichte. Also da habe ich bisher noch kein neues gekauft. Dann hat das nur... Aber deswegen geht er immer vorne hoch. Ich habe, als ich das Mähwerk gekauft habe, war ich mit dem Hürlimann da. Ohne Gewicht dran. Ah. Was meinst du, was der geflogen ist? Das kann einmal ich mir vorstellen. Bremsen, da, ja, einmal bremsen, dann stand ich aber auch fast senkrecht. Das könnte Jürgen sein. Ich habe mir dann nämlich auch, ich habe mir dann immer schon gleich die teuren Gewichte geholt. Hm. Weil dann bleibt er wenigstens mit der Nase unten auf Grund. Ja, und du kannst auch besser lenken. Wenn du richtig Gas gibst, dann hast du einen schweren Anhänger dahinter, der zieht dich ja hoch und schon hast du die Lenkachse in der Luft hängen. Ja. Und dann war es das ja auch schon wieder. Uiuiuiui. So, ich hab, ich weiß nicht, hast du in deinen Videos mal die Funktion des Spurreißers erklärt? Nein, habe ich nicht, weil so weit war ich noch gar nicht. Weil wir haben erstmal so die Grundsachen gemacht. Weil ich hatte das bei mir erklärt, ne, im Video 4, gleiches Thema wie eben. Deswegen, dann wiederhole ich das jetzt einfach nochmal. Der Spurreißer, das sind ja diese, ich nenne sie jetzt mal liebevoll, diese Antennen, die hier oben dran hängen. Diese hier, ich wackel damit mal. Ja. Und man kann halt den entsprechenden für die Seite runterlassen. Hier ist das jetzt richtig. Das heißt, auf der linken Seite habe ich schon gesät. Auf der rechten Seite muss ich noch. Also lasse ich rechts runter. Fahre die Saatmaschine runter. Dann sieht man, wie das schön im Boden einsackt. Schalte das Ding an und fahre los. Jetzt sieht man, dass er rechts von mir eine Spur zieht. Dies ist jetzt gleich wichtig, wenn ich die nächste Spur ziehe. Richte ich mein Gespann, mit dem ich hier fahre, einfach mittig auf dieser gezogenen Spur aus. Und schon habe ich eine gerade effiziente Linie. Also sprich, ich sähe nichts doppelt und lasse keine Löcher.
Ja, genau. Man kann es auch so hinkriegen, aber ist halt auch wichtig, bei den schmalen ist das nicht so das Problem. Wenn man mit den größeren Saatmaschinen arbeitet, ups, das war die falsche Taste, wenn man mit den größeren Saatmaschinen arbeitet, ist das schon etwas schwieriger abzuschätzen. Das stimmt. So, jetzt fahre ich dann den linken aus für die andere Spur, fahre mittig drauf. Ich fahre immer nach Gefühl, komischerweise. Ja, aber es kamen oft die Fragen, was ist das für ein Ding, wofür braucht man das? Ich wusste es vorher auch nicht. Ich musste erst einen Bauern aus der Nachbarschaft fragen, weil ich keine Ahnung hatte, was das ist. Ja, nee, so genau wusste ich das auch nicht. Ja, man hat ja Leute, die man fragt. Ich bin zwar auf dem Lande groß geworden, aber wir haben sehr viel mit Forstwirtschaft gemacht. Felder haben wir ganz wenig. Dann haben wir ja gleich einen Spezialisten für die Forstwirtschaft. Ja. Wobei sich René, der besagte andere, schon als Fahrer für den Harvester angemeldet hat. Das ist der einzige Grund, warum er sich das Spiel gekauft hat. Ja, den kann er ja auch fahren von mir aus, wenn er das möchte. Darum geht es ja auch erstmal weniger, sondern es geht erstmal so um den ganzen Baumschnitt und den ganzen Kram. Ja. So, wundert euch nicht, dass ich zwischendurch mal immer so einen Schluck trinken muss. Ich habe vor 5 Stunden erst meine LAN-Party beendet. Ja, das ist einfach nur eine trockene Kehle. Also ich bin, eigentlich müsste ich ja schon längst im Bett liegen. Ja, und dann kommt so ein Geo an und sagt einfach, ey, lass uns mal eben was aufnehmen. Ja, finde ich ja auch eine tolle Sache. Nur ich wusste jetzt auch nicht, dass du LAN-Party hattest am Wochenende. Ja, ja, freitags bis sonntags, wie immer. Macht ihr das immer? Mhm. Also wir fangen immer freitags nachmittags an. So circa 17 Uhr, was machst du denn da für Schlenker? Ja, ich habe glaube ich noch kein Bier gehabt heute. Ah, okay. Wir fangen immer so 17 Uhr an mit Aufbauen und Einrichten. Dann kommt ja immer, der eine hat die Software nicht, bei dem anderen funktioniert die Netzwerkkarte nicht. Das ist das Typische halt. Meistens sind wir dann so gegen 19, 20 Uhr fertig und fangen dann halt an. Mhm. Oh. So, ihr Lieben, bevor es jetzt aber den nächsten Schlenker gibt, würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video, weil wir sind jetzt weit über 15 Minuten. André, wir machen hier einen kurzen Cut und sage dann bis morgen und vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss!